Moin zusammen. Die Honigmann-Nachrichten vom 26. Februar 2013, Nummer 40. Der Winter hat uns ganz gut im Griff. Die Woche ist auch einiges passiert. Mal schauen, was die kommende Woche bringt. Inklusive der schlechten italienischen Wahlen. Stuttgart. Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 soll deutlich teurer werden als die bisher finanzierten 4,5 Milliarden Euro. Wer die geschätzten Mehrkosten in Höhe von 2,3 Milliarden trägt, darüber haben Deutsche Bahn, Bund und Baden-Württemberg lange gestritten. Der Aufsichtsrat der Bahn hat nun dem Unternehmen das Einklagen der neuen Mehrkosten empfohlen. Allein dieser Ausdruck, diese Darstellung ist schon eine Frechheit. Der Bahnvorstand sollte vertragliche Ansprüche zur Finanzierung aller Mehrkosten oberhalb des Finanzierungsrahmens von 4,526 Milliarden gegenüber den Projektpartnern geltend machen, zitierte das Magazin Focus aus der Vorlage für die Aufsichtsratssitzung. Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart wollen sich nicht an den Mehrkosten beteiligen. Zudem lehnt eine Mehrheit von 54% der Baden-Württemberger das Bahnhofsprojekt ab, 39% befürworteten es. Als die angefangen sind mit dem Abriss, haben wir damals auch darüber berichtet, sogar mit einer Live-Kamera. Martin Burkhardt, bahnpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte, der Bahnhof könnte sogar bis zu 9 Milliarden teurer werden. Es sei fraglich, ob das Projekt überhaupt noch zustande kommt. Das ist eine typische SPD-Aussage. Die konnten noch nie mit Geld umgehen. Zumindest die Bundesregierung scheint am Wohl der staatseigenen DB gelegen zu sein, berichtete Deutsche Wirtschaftsnachrichten.de. Noch staatseigene. Denn im Hintergrund steht der Verkauf der Bahn an einen amerikanischen Hedgefonds. Sollte jedem eigentlich klar werden. BRID. Immer mehr Arbeitslose erhalten wegen ihres vormals geringen Lohnes so wenig Arbeitslosengeld, dass sie zusätzlich auf Hartz IV angewiesen sind. Wie die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit berichtete, gibt es im vergangenen Oktober bundesweit 83.118 Parallelbezieher von Arbeitslosengeld I und Hartz IV, etwa jeder zehnte Arbeitslosengeldempfänger. Obwohl 2011 waren es noch 73.178 Menschen sowohl auf Arbeitslosengeld als auch auf Hartz IV angewiesen. Im Jahresvergleich steigt diese Zahl damit um fast 14%. Es ist auch bekannt geworden, dass die Arbeitsagenturen, die für Hartz IV sorgen, in der Zwischenzeit bei mehreren aus unergründlichen Gründen die Zahlung einfach einstellen. Ist mir mehrfach mitgeteilt worden. BRID. Das Firmenimperium des Deutschen Bundestages ist nichts anderes als ein Generalgouvernement der alliierten Streitkräfte des Weltkrieges II mit Sitz in Bonn. Gegründet durch den Parlamentarischen Rat, übergab die Insignien die Macht dem ersten Kanzler der BRD, Konrad Adenauer. Das war der Generalgouverneur. Und seinem Kanzleramtschef Karl Maria Globke. Dieser erfand die Euthanasiegesetze im Dritten Reich. Ohne Friedensvertrag werden die Deutschen immer noch durch das Generalgouvernement verwaltet. Neben dem gekippten Wahlgesetz der BRID durch den Bundesgerichtshof am 27. Juli letzten Jahres, sollte sich jeder Wähler darüber im Klaren sein, dass er seine Stimme den Firmen und dem Generalgouvernement zur Verfügung stellt. Mit Deutschland oder dem Dritten Reich, was laut BVG nicht untergegangen ist, hat dies alles nichts zu tun. Die sogenannte Wiedervereinigung, Zusammenlegung von zwei Generalgouvernements zu einem, so richtig brid-schwindel.org. DB ist laut eigenen Angaben seit mehr als 100 Jahren in Deutschland aktiv und seit 2006 unter dem Markennamen DB Deutschland bekannt. Seit 2004 ist DB in Deutschland Franchise-Unternehmer und Teil des weltweiten DB-Netzwerkes. Die Geschäftstätigkeit geht zurück auf die frühere deutsche Auskunftei Schimmelpfennig, die Doom und Branstedt GmbH 1984 übernahmen.
West Sussex. Völliges Schweigen seitens der etablierten Medien. Gestern um 10 Uhr ein historisches Gerichtsverfahren in England gegen die renommierte britische Sendeanstalt British Broadcasting Corporation, also die BBC, wird von einem britischen Gericht wegen Nachrichtenmanipulation verhandelt. Es geht um die Berichterstattung des BBC im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Es kommt zwar immer mehr zutage, aber dieses Gericht wird oder diese Gerichtsverhandlung wird auslaufen wie das Hornberger Schießen, bin ich sicher. Im Rahmen des Verfahrens sollen 3 Stunden lang detaillierte Beweise zu den Anschlägen vom 11. September 2001 vorgelegt und vom Gericht gewürdigt werden. Der BBC wird vorgeworfen, in unzutreffender und einseitiger Weise über die Ereignisse des 11. September und über Beweise berichtet zu haben. Aufgrund Ungenauigkeit und Einseitigkeit dieser Dokumentation, die nach Ansichten von 9/11-Aktivisten gegen geltende Richtlinie der BBC verstoßen, wurden formelle Beschwerden gegen die BBC eingereicht. Konzentration vor allem auf den umstrittenen, ungebremsten Einsturz des Gebäudes WTC 7 sowie die Tatsache, dass das amerikanische National Institute of Standards and Technology, das NIST, diesen 2008 auch eingeräumt hat. Bisher wurde das Gerichtsverfahren von den etablierten Medien einfach totgeschwiegen. Weitere Infos dazu im Artikel bei politia.org. Wenn es eine Verurteilung gibt, dann gibt es ein paar tausend Pfund Strafe, Wiedergutmachung, wie auch immer. Mehr wird das nicht werden. Hanford. In der ehemaligen Plutoniumsanlage Hanford in USA, Washington, tritt nuklearer Abfall aus Leck in 6 unterirdischen Tanks aus. Das teilte der Gouverneur Jay Inlee laut Medienberichten mit. Das sei zwar eine beunruhigende Nachricht, es bestünde jedoch derzeit keine Gefahren für ihre Gesundheit, zitierte unter anderem der Sender CNN am Samstag den Gouverneur. Hanford gilt CNN zufolge als der am schwersten radioaktiv verseuchteste Ort der westlichen Hemisphäre. Hier wurden in den 40 Jahren und während des Kalten Krieges Plutonium zum Atombombenbau erzeugt. Später kamen mehrere Nuklearreaktoren hinzu, der letzte von ihnen machte 1987 dicht. War bei pravda.tv.wordpress.com zu lesen. Moskau, Damaskus. Der syrische Außenminister Walid Mualem hat erklärt, dass die Regierung von Bashar al-Assad zur Verhandlung mit ihrem Gegner einschließlich der bewaffneten Opposition bereit ist. Mualem zufolge, der zu einem Besuch in Moskau weilt, seien die syrischen Behörden zuversichtlich, dass Reformen im Land des Ereignisses eines Dialoges und nicht der Gewalt sein werden. Jedoch wiederholte er die Position der Führung von Syrien, laut der die Regierungstruppen mit Terroristen im Lande kämpfen, so german.ruvr.ru. Moskau. Syrien läuft nach Ansicht des russischen Außenministers Sergej Lavrov Gefahr, auseinanderzufallen. Es gibt solche, die weiterhin auf Blutvergießen sowie auf eine Erweiterung des Konfliktes setzen. Damit droht Syrien ein Zerfall des Staates und der Gesellschaft, äußerte Lavrov am Montag in einer Pressekonferenz in Moskau. Das ist das, wo man wahrscheinlich darauf hin wollte, um näher an Russland ranzukommen, auch an China. Das, was sich in Syrien abspielt, ist ein Krieg gegen den Terrorismus. Eine Al-Qaida-Filiale führt hauptsächlich die Kampfhandlungen in Syrien und hat Terroristen aus 28 Ländern, darunter auch Tschechien, eingeladen. Eine Haltung Russlands ist nicht auf die Unterstützung konkreter Personen gerichtet. Sie ist von der Sorge um das Schicksal des syrischen Volkes, unseres langjährigen Freundes und Partners, sowie um das Schicksal eines uralten Landes diktiert, das nicht endgültig zerstört werden darf. Das tat german.al.ir kund. Berlin. Nochmals deutschewirtschaftsnachrichten.de. Der Chef der Berliner Charité, Karl-Max Einhölpel, beklagt den unaufhaltsamen Verfall deutscher Kliniken. Gerade die hochspezialisierten Universitätskliniken können den Kostendruck des Gesundheitssystems kaum noch schultern. Das ist auch so von den Krankenkassen und von den Ärzteverbänden so gewollt. Dürfen wir nicht vergessen. Für die kommenden Jahre, sagt der Professor, daher in Deutschland ein Kliniksterben voraus,
wenn ein Finanzierungssystem, am Finanzierungssystem nichts geändert werde, berichtete die Berliner Morgenpost. Auch die Kliniken haben sich in den vergangenen Jahren massiv verschuldet. Nun drückt der Schuldendienst. Wie schon die Kommunen müssen auch die Krankenhäuser einen signifikanten Anteil ihrer Haushalte für Zinsen und Tilgung verwenden. Daher kann keine neue, daher kaum neue Mittel von den Kommunen kommen. Nach Verlust von 2008 bis 2010 von knapp 100 Millionen Euro für das große Universitätsklinikum Europas wurden unter anderem mehr als 1000 Vollzeitenstellen nicht neu besetzt. Arbeit am Limit. Das Geld reicht nur aus, wenn nichts Wesentliches kaputt geht, sagte Einhäupte. Die Charité wurde bereits 154 Millionen an Sponsorgeldern aus Wissenschaft und Industrie selbst ein. Insgesamt Sanierungsbau in Höhe von mehr als 600 Millionen. Gewinn dieses Jahr? Nein. Wir streben einen Abschluss plus minus null an und das ist schon ein ehrgeiziges Ziel, zitierte die Berliner Morgenpost den Finanzvorstand Martin Scheller. Die Grenze der Belastbarkeit sei erreicht und teilweise schon überschritten. Der Bund müsse die Kliniken besser finanzieren. Sehe ich überhaupt nicht so. Bei den horrenden Tagessätzen und bei den horrenden Preisen muss irgendwo anders dran gespart werden. Denn die Gelder sind da, die Krankenhäuser sind gut belegt. Es wird zu viel von außen abgegriffen, von den Geldern der Krankenhäuser. Wieder BRID, wieder deutschewirtschaftsnachrichten.de. Fernsehsender wie RTL oder Pro7, Sat1, müssen im Unterschied zum Rest der deutschen Wirtschaft und privaten Haushalten keinen Rundfunkbeitrag bezahlen, schrieb der Medienexperte Hans-Peter Siebenhaar im Handelsblatt. Die öffentlich-rechtlichen und die privaten Sender stecken längst unter einer Decke. Sie arbeiten zum beiderseitigen Nutzen auf Kosten der anderen zusammen, so Siebenhaar. Es handelt sich um ein Oligopol, der alles nutze und daher auch von niemandem verändert werden will. Warum das aber? Sie haben viele Betriebsstätten, viele Dienstwagen und wären daher einträgliche Erlösungsquelle für den Staat. Auch alle anderen Medien müssen die GEZ zahlen, weshalb das Argument der Pressefreiheit hier nicht ins Treffen geführt werden kann. Im Gegenteil, das Privileg schreit eigentlich nach einer Klage vor einem Verfassungsgericht, Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Möglicherweise werden die Privatsender jedoch von der GEZ befreit, weil sie, wie die Öffentlich-Rechtlichen auch, in einen unverwechselbaren Beitrag zur Demokratie leisten. Ein Blick in die TV-Programme von Big Brothers bis Germany Next Topmodel wird diese Vermutung bestätigen. Die GEZ begründet die Sonderstellung der privaten Sender damit, dass der Rundfunkbeitrag der Gesamtveranstaltung Rundfunk diene. Sowohl die privaten Rundfunkanbieter als auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie die Landesmedienanstalten sind vom Rundfunkbeitrag befreit, sagte das Projektbüro von SWR, den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Diese Regelung habe bereits vor der Umstellung auf den Bundesfunkbeitrag gegolten. Eine Lüge schlechthin. Es ist einfach nur ein Abgreifen und die ganzen Autos und die überproportionierten Büros und sogenannten Hunderte von Studios, die jeder haben muss, könnten alle eingespart werden. Ich behaupte mal, der ganze Beitrag könnte um die Hälfte gesenkt werden. Aber nein, man greift auch dort ab. Euroskeptiker Beppe Grillo ist der große Sieger. Rom also. Titelte deutsche Wirtschaftsnachrichten.de. Nachmittagshochrechnung gestern in Italien. Die Sozialisten sind Koalition vorn. Grillo bekommt auch 25% und Monti schafft es knapp über die 10%. Damit stellt Grillos Movimento nach den dritten Hochrechnungen der RAI die stärkste Einzelpartei im Parlament. Die Linken wie die Rechten liegen als Koalition nur knapp vor Grillo. Eine schwere Schlappe für den Goldman-Premier Mario Monti. Nach aktuellem Stand nur knapp der Einzug ins Parlament, echte Enttäuschung. Ein Schock für die EU. Nun ist Italien faktisch unregierbar, vor allem aber wird es sofort keine Partei in Italien mehr wagen, zu EU-freundlich aufzutreten. Auch die Märkte mal wieder etwas zu schnell. Nachdem die ersten Hochrechnungen noch einen Sieg der Linken bekannt gegeben hat, einen Höhenflug der Börsen ausgeliefert hatte, sanken die Kurse auch heute drastisch ab, nachdem der Grillo-Sieg erklärt wurde. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass
unser, na, wie heißt er hier, unser Bunga-Bunga-Mann, dass wir von dem auch noch hören werden. Und dann dürfte es relativ schnell zur Lira in Italien kommen. Italien die zweite. Die Hälfte der Italiener, die zur Wahl gegangen sind, haben gegen die EU-DSSR gestimmt, folgerte astrologieklassisch.wordpress.com. Im folgenden Satz unter dem Zitat sehen wir als Musterbeispiel, wie dreckig Systemmedien lügen können. Der Satz stammt aus dem Blatt FAZ, hat 12 Wörter, enthält 3 Lügen. Erste Lüge: Nicht die Hälfte der Italiener, sondern die Hälfte der Italiener, die zur Wahl gegangen sind. Zweite Lüge: Europa ist ein Erdteil. Man kann überhaupt nicht gegen einen Erdteil sein. Das Wort antieuropäisch ist in sich absurd. Gemeint ist antitotalitär. Die EU ist ein totalitäres, verlogenes Unterdrückungssystem. Dritte Lüge: Sie besteht daran zu behaupten, wer sich wehrt gegen die diktatorische Akte der EU-DSSR, sei aggressiv. Das ist ja die EU-DSSR. Sie tötet die Demokratie. Warum keine Volksabstimmung? Die EU ist antieuropäisch. Ich bin davon überzeugt, in den nächsten 2 Jahren wird es auch den sogenannten EU-Konstrukt nicht mehr geben. Er wird wahrscheinlich auseinanderfallen, genauso wie die NATO. Schweiz. Die Schweiz als Musterland direkter Demokratie. Der Volksinitiative Rettet unser Schweizer Gold ist es gelungen, die erforderlichen 100.000 Unterschriften für eine Volksabstimmung zu sammeln. Kriegen wir hier nie zusammen, egal was es ist. Damit wird es den Schweizern möglich sein, selbst über ihr Gold zu entscheiden, anstatt dieses Thema der weitgehend anonymen Notenbank zu überlassen, meldete unzensuriert.at. Gold und staatliche Goldreserven haben durch die Krise nicht nur an Bedeutung gewonnen, Papierwährungen wie Dollar und Euro geraten ins Wanken. Ein Goldbarren steht keine Schuld gegenüber intrinsischer Wert. Sein Wert kann faktisch nicht vollständig verloren gehen. In den USA, Deutschland, Österreich sind hitzige innenpolitische Debatten zum Thema entbrannt. In der Schweiz ist die Debatte um die staatlichen Goldreserven besonders weit fortgeschritten. Ist auch klar, die Schweiz gilt als das Safe oder der Safe der Welt, der Herren und Damen, Eliten. Jetzt werden die 3 Forderungen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Das Gold der Schweizerischen Nationalbankes, SNB, sollte demnach zur Gänze auf eigenem Territorium gelagert werden. Die Bestände dürfen zudem nicht mehr verringert werden. Ein Fünftel der Aktiva der Notenbank müsste aus Gold bestehen. Erste Umfragen bescheinigen die Inaktiven guten Chancen. Brüssel, Athen, Lissabon. Trotz aller Mühen und Einsparungen und Reformen, kaum Fortschritte der Krisenländer Griechenland und Portugal. Zu diesem ernüchternden Urteil kommt die Forschungsgruppe European Economic Advisory Group, EEAG, der das Münchner Info-Institut angehört, in ihrem am Montag in Brüssel veröffentlichten Jahresbericht. Vor allem Griechenland habe es sehr wenig getan, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Keinerlei Anzeichen einer Besserung, trotz der zuletzt positiven Einschätzung der Finanzmärkte, meinte IFO-Präsident Hans-Werner Sinn. Das macht keinen Sinn. Auch die anderen südeuropäischen Krisenherde Spanien, Italien, Portugal, Slowenien, Zypern sollen einen BIP-Rückgang vor sich haben. Vor den überwiegend stabilen Nordländern werden die Niederlande das 2. Jahr in Folge in einer Rezession stecken. Das tut mir aber leid. Für Deutschland sehen die Forscher ein Wachstum von 0,7% vorher, stand bei format.at. Eine gute Nachricht von gute-nachrichten.com. Wer in Baden-Württemberg künftig landeseigene Fläche pachtet, darf darauf keine gentechnisch veränderten Pflanzen mehr anbauen, so Finanzminister Nils Schmidt, SPD, und Verbraucherminister Axel Bonde, Grüne, in Stuttgart. Schmidt sagte: Als Eigentümer und Verpachter von Flächen hat das Land eine Vorbildfunktion. Deshalb werden wir künftig den gentechnikfreien Anbau in unseren neuen Pachtverträgen festlegen. Baden-Württemberg setzt sich mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Saarland und Schleswig-Holstein
gemeinsam als Mitglied im europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen für eine Landwirtschaft ohne Gentechnik ein. Sie sollten es alle von heute auf morgen machen, aber es kommt leider auch mal etwas schleichend. Selbst wenn andere Länder schon Monsanto, Syngenta und ähnliche rausgeschmissen haben oder nicht reingelassen haben, wir sind immer die Letzten, nicht das Letzte. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.